Hallo, liebe Leute da draußen. Schön. Ich darf ein Konzert spielen für euch. Schön, dass ihr da seid an den Bildschirmen und mir ein bisschen zuhört. Ich werde euch von hier auch manchmal so ein paar Order geben. Macht einfach mit zu Hause. Freut euch. Macht euch ein Bier auf. Genießt die nächste halbe Stunde. Sehr gut, jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Kapodaster. Ich habe da draußen eine Kiste, kann irgendjemand mir die einfach mitbringen? Auf der Couch ist so eine komplette Kiste mit Sachen und das ist leider nicht meine Kiste, die ist ganz draußen auf der Couch. Dankeschön. Ihr seht, die Sache ist live hier. Beide gehen, beide machen, ja! Beide weinen, beide lachen. Beide sammeln, beide geben. Beide leiden, beide leben. Gleiche Farbe, gleicher Lack. Und alles tanzt im gleichen Takt. Gleicher Anzug, gleiche Uhr. Whisky, Cola, nicht mal pur. Weder Merkel, gleiche Wahl. Ist doch alles scheißegal. Selbe Disco, selber Club, wieder mal die gleiche Suppe. Beide gehen, beide machen, beide weinen, beide lachen, beide sammeln, beide geben, beide leiden, beide leben, beide küssen, beide singen, immer ein bisschen beide bringen. Immer wieder Kopf hoch, einfach immer weiter so, einfach immer weiter so. Dab, 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 dab. Neuer Morgen, gleicher Job, konsulär kein Bock, wieder mal ne Chance verpennt. Hände hoch, wer das kennt. Will endlich leben, will ans Meer. Auto steht, Tank leer. Bin mal wieder nicht auf Spur. Muss bestelle Whisky pur. Beide gehen, beide machen. Beide weinen, beide lachen. Beide sammeln, beide geben. Meine Leiden, beide leben. Beide küssen, beide singen, immer ein bisschen beide bringen, yeah. Immer wieder Kopf hoch, einfach immer beide so, einfach immer beide so. Dab, dab, dau, alle. Und alle. Dankeschön. Super, ey, ihr da draußen. Ja, und wenn man dann weiß, dass es eigentlich immer weitergeht, egal was passiert, immer weitermachen, einfach ein Stückchen weitermachen. Dann kommen so Sachen, dass man Tage hat, wo man abends nach Hause kommt und denkt, mein Gott, harte Nummer. Harte Nummer, das war mal wieder so ein Tag am Limit. Und so heißt der nächste Song. Du stehst auf, der Wecker peitscht dich an. Wieder ein Tag am Limit, ohne Erbarmen. Hältst den Kaffee und das Lenkrad auf der Fahrt. Jeden Tag im Kreis durch eine viel zu volle Stadt. Wir bauen und bauen und bauen, bauen uns ein Haus. Vergessen die Fenster für den Blick nach draußen. Wir kauen und kauen,
Sie geben uns zu kauen, auf das wir nicht denken und einfach alles glauben. Es geht ein Bach runter. Lach nur, Bruder, du gehst mit. Es geht ein Bach runter. Lach nur, Bruder, du gehst mit. Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du? Ich frage, wann kommst du? Du stehst auf. Du denkst, es kann's nicht sein. Bin da schon am Schlafen, du kommst viel zu spät heim. Bleibst am längsten auf dem Job, das muss so sein. Die Angst, die gleich kommt, betäubt die Flasche Wein. Dieses Streben nach Glück macht jeden hier verrückt. Bis zum sicheren Posten wird sich eh nur hochgebückt. Was der Reiche bekommt, bekommt der Arme genommen. Das Letzte, was dir bleibt, ist damit klar zu kommen. Es geht den Bach runter. Sag nur, Bruder, es geht den Bach runter, yeah, yeah, yeah. Sag nur, Bruder, du gehst mit. Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du? Ich frage, wann kommst du? Hast du auch keinen Bock mehr auf Krieg im Kopf? Und frage, wann kommst du? Geh doch auch auf dein Herz, solang's noch klopft, und frage, wann kommst du? Schalt den Gang runter. Sag mir, Bruder. Schalt den Gang runter. Es geht ein Bach runter. Es geht ein Bach runter. Ja, ja. Schalt den Gang runter. Hey. Sag mir, Bruder. Was ist denn da los? Schalt den Gang runter. Hier ist irgendwie so ein Echo drin die ganze Zeit. Ja, danke schön. Kann man das ausschalten? Geht das? Das wäre cool. Danke. Ja. Ich spiele den nächsten Song. Ich verstehe das alles nicht. Gib mir die Hände. Ja. Deine Augen und dein Lachen sind wie die Sonne, auch wenn tief drin der Mond scheint. Ich weiß, warum es so ist, weil du immer nur tief in dich reinweinst. Oh, lass es raus. Ja, lass es raus. Oh, lass es raus. Warum lässt du's nicht raus? Ich versteh das alles, alles nicht. 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 Sagst, dass du mich liebst und alles für mich gibst, ja, sogar für mich gibst, und gehst danach dann mit dem Hemd da fremd. Und dann sagst du, dass du's brauchst, weil du sonst nicht an dich glaubst, und meine Songs machen dich taub, und dass es besser ist allein. Ich versteh das alles, alles nicht. 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 Ich versteh's. Ich versteh's.
Ich versteh das alles nicht. Ich versteh das alles nicht. Du bist das Gegenteil von mir, doch kein Problem, ich lass hier jeden an meinen Tisch. Ich versteh nicht, dass sich draußen jeder gegenseitig fickt und ich statt stark zu bleiben, wieder mal zum Jägermeister griff. Dass jeder denkt, dass er über Recht und Falsch entscheiden kann. Wenn ihr alte Scheiße wollt, dann hört euch alte Scheiße an. So viel Leben schon gelebt und so viel Tänze schon getanzt. Zwischen Bro, du bist der Beste und die Hänge an die Wand. Mir sagt der menschliche Verstand, es ist schon lange Zeit fürs Bett. Drängt es ihn noch stand, hielt mich eine ganze Weile fest. Ich frag mich öfters, warum mal die Perlen im Verstecken bleiben, während 100 Augen nur den Dreck. Ich versteh das alles, alles nicht. Nein! Ich versteh das alles, alles nicht. Ich versteh das alles, alles nicht. Ich versteh das alles, alles nicht. Ich verstehe es nicht. Jeppo, Beppo. Dankeschön. Ja, ja, ja. Du fragst mich, warum ich alleine bin, du fragst mich. Warum ich alleine trink, fragst mich. Und was du wissen willst, ist viel. Viel zu viel Gefühl. Weil ich jede Pore an dir lieb, oh lieb, ja. Weil ich jede Pore an dir lieb. Weil ich jede Pore an dir lieb, oh lieb, ja. Weil ich jede Pore an dir lieb. Du fragst dich, bada bada da, yeah, yeah. Du fragst mich, warum ich trinke in dieser Bar und ob ich immer schon hier war. Warum dein Bettzeug hier noch liegt, ja? Und ein Schmetterling noch fliegt, tief hier drin. Weil ich jede Pore an dir lieb, oh lieb, ja. Weil ich jede Pore an dir lieb. Weil ich jede Pore an dir lieb, oh lieb, ja. Weil ich jede Pore an dir lieb. Pare pare pape, pare 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 pape, pare pare pape, pare pare pare. Pare shiro polo, gira polo angeli polita. Pare shiro polo, gira polo angeli. Pare shiro polo, gira polo angeli polita. Pare shiro polo, gira polo angeli. Braba pe. Yeah, tanzen, tanzen, zu Hause tanzen, tanzen, tanzen. Bare ba ba, bare bare ba ba, yeah, oh Paul, yeah, oh Paul, Millimeter, den ich lieb. Yeah, sehr gut. Daheim, ich hoffe, ihr habt geschwitzt. Ich schwitze hier nämlich, das ist gut. Ja, ladet Leute, jetzt seid ihr am Bildschirm, ladet die Leute ein auf YouTube. Sagt, ey, da ist jemand gerade auf YouTube. Das musst du dir angucken. Alle einladen. Jetzt Links verschicken. Links verschicken. Der nächste Song heißt Viel passiert. Und Viel passiert ist ein Lied, der ist sehr persönlich.
den habe ich an einem dieser Abende geschrieben, an denen ich unten auf der Couch schlafen musste. Und da ist er mir gekommen innerhalb von 20 Minuten, war der eigentlich gestanden, der Grundsong. Viel passiert. Eins der ersten Dinge, an die ich mich erinnere, ich war 4 und zählte es an Fingern. Im Kindergarten dann schrien sie mit mir rum, weil ich mich voll gepisst hab. Was für eine Demütigung. Mama holte mich und wusste nicht, wie es mir ging. Sie hatte schon genug zu kämpfen mit dem Geld verdienen. Sie putzte für ein paar Kröten jeden Tag ihren Job auf ein Häuschen mit Garten. Hat sie immer schon gehofft, doch alleinerziehend wird man bei jeder Bank gemobbt. Also hab ich dann als Sohn schon mit 14 gejobbt, hab gekifft und geschmissen, irgendwelche Pillen und Trips. Wollt schon früh Rockstar werden, bevor mein Leben gekippt ist. Viel passiert. Seit 77 im August. Es hat sich nie geändert. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Ich geb dem Leben einen Kuss, denn es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Ich geb dem Leben einen Kuss, denn es brennt in meiner Brust. Irgendwann dann mit der Gitarre in der Hand ist schon ein gutes Gefühl, wenn man nicht mehr untergehen kann. Im Sturm des Lebens hält mich jeder Ton zusammen. Tam, tadadam, tam, tam. Wir wollten nach Amerika und klingen wie Guns Roses. Wir schaffen's nicht mal übers Meer, weil ohne Moos nichts los ist. Mama sagte, bleib echt und bleib du und glaub immer an dich bei allem, was du tust. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Ich geb dem Leben einen Kuss, denn es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Ich geb dem Leben einen Kuss, weil es einfach brennen muss. Viel passiert. Seit 77 im August. Es hat sich nie geändert. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Ich geb dem Leben einen Kuss, denn es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Es brennt in meiner Brust. Ich geb dem Leben einen Kuss, weil es einfach brennen muss. Viel passiert, viel, viel passiert, viel passiert. Viel, viel passiert, Baby, viel passiert. Viel, viel passiert, viel passiert. Es brennt in meiner Brust. Jepo. Dankeschön. Ja, viel passiert. Wir bleiben so tief. Heute ist der Song rausgekommen, das Leben ist ein Witz. Ganz frisch überall zu hören und jetzt hier live in der Newcomer TV-Nacht auf YouTube.
nur noch einmal mit dir essen gehen und am Rhein mit dir unten stehen. Nächtelang mit dir reden, um das alles zu verstehen. Ich weiß, dass du mich siehst und dir nur so einen grinst. Dass da, wo du jetzt bist, man dich liebt und dass es dich irgendwo noch gibt. Und jetzt liegst du da, schön gekämmt in weißem Lavellack. Dein schönstes Foto, sauber eingerahmt. Wenn du jetzt hier wirst, ja, leibhaft dich neben mir setzt, dann würden wir über das alles laut lachen, denn das Leben ist ein Witz. Das Leben war nicht immer leicht, manchmal blieb uns nur der Rauch. Wir hatten den Sinn für uns entdeckt und rausgefunden, dass man ihn nicht braucht. Nur noch einmal mit dir weinen, um danach wieder stark zu sein. Nur noch einmal schön geweckt in deinem Pfälzer Dialekt. Jetzt liegst du da, schön gekämmt in weißem Lavellack. Dein schönstes Foto, sauber eingerahmt. Wenn du jetzt hier wirst, ja, leibhaft dich neben mir setzt, dann würden wir über das alles laut lachen, denn das Leben ist ein Witz. Wenn du jetzt hier wirst, ja, leibhaft dich neben mir setzt, dann würden wir über das alles laut lachen, denn das Leben ist ein Witz. Ja. Jebo, Jebo, Seite gerissen. Aber kein Problem, wir machen die Gitarre jetzt ausmachen ohne Weile. Da draußen Applaus für den Techniker hier, der macht zack und das Ding geht. Siehst du, der hat gesehen, die Hand kommt schnell nach unten. Sehr gut. Ja, wir sind super organisiert heute. Die Seite ist gerissen, wir haben keine weitere Gitarre dabei, deswegen machen wir es jetzt ohne. Wir haben noch 5 Minuten, ich versuche 2 Songs reinzuklatschen. Explosion. Wieder kurz vor der Explosion. Jedes Wort wird zu Munition. Beamer, Baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion. Den Abend schön geplant, liegen grad noch Arm in Arm. Völlig aus dem Nichts schlägst du jetzt Alarm. Stellst alles hier in Frage, ganz egal, was ich dir sage. Hörst mir einfach nicht mehr zu, genug ist genug. Wieder kurz vor der Explosion. Jedes Wort wird zu Munition. Be my baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion. Oh, 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 oh. Explosion, Explosion. Oh, 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 oh.
glaub nicht an Zufall, denn ich seh die Strategie. Alle deine Themen rauben mir die Energie. Kämpfst nicht für Frieden, willst nur noch Krieg. Heute Nacht schon wieder auf der Couch und schreibe dieses Lied. Wieder kurz vor der Explosion. Jedes Wort wird zur Munition. Beamer, Baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion. Oh, 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 oh. Explosion, Explosion. Alle draußen, Explosion, Explosion. Wir verschwenden wieder Tage, wenn selbst Blicke nichts mehr sagen. Diese Ruhe vor dem Sturm ist bald nicht mehr zu ertragen. Wir verschwenden wieder Tage, wenn selbst Blicke nichts mehr sagen. Diese Ruhe vor dem Sturm ist bald nicht mehr zu ertragen. Wieder kurz vor der Explosion. Jedes Wort wird zur Munition. Beamer, Baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion. Oh, 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 oh. Explosion, Explosion. Explosion, Explosion. Be my baby, be my baby. Explosion, Explosion. Yeah, Newcomer TV Nacht, YouTube. Geil, darf ich noch einen machen? Guck mal, ihr seid so lieb, die haben mir hier eine Gitarre hingelegt, falls ich nochmal Gitarre spielen will, geil. Ich habe aber nur noch einen Song mitgebracht heute. Und das ist ein Piano-Song, der ist jetzt schon seit knapp 4 Wochen ungefähr raus. Der heißt Relevant. Und in diesem Song verarbeite ich ja eigentlich die letzten 2 Jahre so meines Musikerdaseins. Viel Spaß damit. Zwei Jahre lang alleine ist eine lange Zeit. 2 Jahre lang leise, doch jetzt reicht's. Ich fühl mich ausgesperrt, bin nicht mehr systemrelevant. Und ich hab's einfach weggelächelt und keiner hat's erkannt. Jetzt werd ich lauter, weil ich nicht mehr kann. Ich werde lauter, laut und relevant. Ich werde lauter, laut, ich brauche Applaus. Ich werde lauter, laut muss wieder raus. Ganzen Tag im Bett und werd fett, weil ich nicht mehr weiß, für was noch. Mir fehlt der Antrieb und so und die Motivation. Du schreibst mir, bleib gesund, aber ich bekomme Depression. Ich will eng auf eng zusammen sein, frei und unbefangen sein. Wieder mit dir tanzen, auf Liedern, die das Leben schreit. Geh jetzt auf die Bühne. Schalt das Licht wieder ein. Jetzt werd ich lauter, laut, weil ich nicht mehr kann. Ich werde lauter, laut und
Danke, dass ihr da wart vor dem Bildschirm. Vielen Dank. TV, Newcomer, TV-Nacht. Geil. Coole Aktion, kurzfristig. Ich freue mich, danke. Jetzt werde ich lauter, laut, weil ich nicht mehr kann. Ich werde lauter, laut und relevant. Ich werde lauter, laut muss wieder raus. Ich werde lauter, laut, ich brauch Applaus. Die Klappe ist gefallen. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen am Stream. Willkommen bei der ersten Newcomer TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses. Ein fantastischer Frühlingstag und wir hatten schon unglaublich viele Bands und leider, das habe ich ja versucht während des ganzen Streams schon zu vermitteln, Ghost Girl ist ausgefallen, weil liegt leider im Krankenhaus und wir wünschen von hier aus gute Besserung, und aber wir haben gesucht und gefunden und hier ist er. Hallo Rami. Hallo. Es ist ganz toll, dass du hier bist. Ich freue mich, voll kurzfristig. Ja, heute Morgen um 11 Uhr wusste ich noch nicht, wie es weitergeht mit diesem Tag. Und dann kam irgendeine Inspiration und habe ich gesagt, ach komm, ich rufe den Rami an. Und geil. Jetzt bist du hier. Jetzt bin ich da. Heute Mittag noch im Gadde und heute hier. Heute Mittag noch im Gadde und heute hier. Ja, obergeil. Ja, du hast in deiner Vita steht, du hast schon früh gelernt, dass Musik das Einzige ist, was in deinem Leben funktioniert. Was kann ich darunter verstehen? Also das ist tatsächlich auch so gemeint. Es ist das Einzige, wo ich irgendwie geordnet, diszipliniert, pünktlich. Pünktlich vor allem. Ja. Wie die Maurer. Arbeiten kann. Ja. Also ich genieße irgendwie den Ruf, dass das alles ganz unkompliziert bin. Ich weiß nicht jetzt, was der Techniker hier sagt. Er hat ja schon ein paar Mal gemeckert, aber sonst. Nee, aber das haben Techniker ja manchmal. Das ist super. Also nee, das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, das suggeriert, dass du ganz, ganz, ganz früh schon angefangen hast, dass dich die Muse Musik irgendwie geküsst hat. Irgendwann vielleicht als 6-Jähriger schon oder 7-Jähriger. Wann fing das an mit Musik? Es war viel später. Das ging, ich habe Musik schon immer sehr geliebt. Aber das ging erst eigentlich mit 17 los. Ich habe mit 17 angefangen, Gitarre zu lernen. Wegen einem Mädchen? Unter anderem auch. Ich meine, das macht jeder Musiker, gell? Man träumt dann immer von den Mädchen. Ich träume von den Boys, aber ist was anderes. Ja, gut, ist ja auch okay. Gell? Auch okay. Hauptsache, man träumt, das ist wichtig. Ja, das ist das Wichtigste. Und ich habe halt, wie gesagt, gemerkt, sobald ich die Gitarre in die Hand genommen habe und nur ein bisschen rumgeschrammelt habe, da ging irgendwie was. Die Leute fanden das irgendwie gut. Und ich bin auf der ständigen Suche nach Anerkennung in meinem Leben. Echt, ja? Ja, warum auch immer. Also ich muss irgendwie gehört werden. Ich bin so ein Typ, ich muss gehört werden. Ich babbel auch immer laut und versuche mich immer, das sind so Diskrepanzen, die ich so habe. Da muss irgendwas in meiner Kindheit sehr schief gelaufen sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Jedenfalls will ich immer gehört werden. Das habe ich mittlerweile herausgefunden, dass das ein Grund ist, warum ich Musik mache. Und das ist ja auch, was soll man denn dann sonst außer Musik machen, wenn man gehört werden will? Das heißt, du bist weder handwerklich begabt, noch kannst du LKW fahren oder hättest jetzt eine Chance als Schuster, Sattler, Schneider durchs Leben zu kommen, sondern wirklich das Instrument und die Fähigkeit, Texte zu schreiben, ist das, was dich auch am Leben hält. Also was dir Brot und Kaffee und Wasser und sowas in den Kühlschrank beschert. Brot und Kaffee und Wasser nur teilweise, aber es hält mich am Leben auf jeden Fall. Ja. Also ich werde manchmal gefragt, kannst du denn von der Musik leben? Und ich sage immer ja, aber finanziell reicht es noch nicht. Und das ist auch so. Manchmal habe ich gute Monate, da kommt ein bisschen was rum und manchmal nicht. Aber ich kann auch, mache 1000 verschiedene Jobs, also ich kann mich da ganz gut anpassen und mache alle möglichen Sachen immer, um irgendwie auch noch ersatzweise Geld ranzuschaffen. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, vor knapp 15 Jahren, dass ich die Musik zu meinem Lebensmittelpunkt mache und drumherum alles baue. Davor war das umgekehrt, da habe ich gearbeitet, Sachen gemacht und so die Musik so drumherum gebaut, weil man Zeit hatte und so. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich mache es umgekehrt. Ich bin Musiker und alles, was noch so sein muss, mache ich dann drumherum.
Du hast, ich glaube, im letzten Jahr, obwohl die Pandemie auf Hochtouren lief, hast du ein Album rausgebracht, oder? War das im vorletzten Jahr? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, im letzten Jahr, ja, weil wir haben im letzten Jahr ein Interview gemacht im Radio und da hast du davon erzählt. Also das Album gibt es in meinem Shop schon jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr als CD zu kaufen. Genau. Ist aber noch nicht online. Nein. Nein. Wir bringen aber das Album jetzt in ein paar Tagen, wir wissen es noch nicht wann, da sind wir ein bisschen chaotisch wieder, bringen wir auch das Album raus, aber wir haben jetzt schon 9 Singles rausgebracht. Also wir haben heute uns, ist auch heute, genau, heute ist Das Leben ist ein Witz rausgekommen, also alle streamen auf YouTube und Spotify und überall könnt ihr Das Leben ist ein Witz jetzt hören. Der ist heute rausgekommen. Da haben wir gestern auf TikTok so eine Online-Release-Party gefeiert, das war ganz lustig. Süß. Genau. Ja, also jetzt haben wir 9 Singles draußen. Wir haben uns entschieden, Singles rauszuhauen, wie bekloppt. Ja, ist zeitgemäß, glaube ich. Ja, genau. Ne? Also genau. Und das Album mit diesen Songs, da sind dann, glaube ich, noch, ich glaube, noch 3 Songs sind auf dem Album drauf, die noch nicht draußen sind. Und die kommen dann jetzt mit dem Album raus. Jetzt in ein paar Tagen, also seid gespannt. Das Cover ist von dem Album so ein Wohnwagen, das suggeriert, dass du im Prinzip auch auf den Straßen dieser Welt unterwegs bist mit deiner Musik. Pandemie hat uns natürlich alle runtergefahren. Wie sieht es aus 2022? Gibt es schon Konzerte, wo du wieder alleine oder auch mit Band unterwegs bist? Kannst du da schon was erzählen? Ja, also es gibt auf jeden Fall schon viel mehr Anfragen schon mal. Dann hab ich heute erst gesprochen, der Schwedler See in Frankfurt. Schwedler See muss ganz voll die Location See sein. Kenne ich persönlich nicht, aber da werden wir 4 Termine spielen. Juni, Juli, August und September. Jeweils immer ein Wochenende, also einen Samstag werden wir da spielen. Tourdaten auf Spotify oder auf meiner Homepage oder überall. Die Sommerwerft findet wieder statt. Ist dir das bekannt, die Sommerwerft? Ja, auf der Sommerwerft habe ich schon 2 Mal mit meiner Band gespielt. Ja. Genau, und findet wieder statt. Ich freue mich sehr. Ja, natürlich. Sommerwerft ist geil. In dem Beduinenzelt. Ja, genau. Ich bin dabei. Also wir wollen das Beduinenzelt, weil die letzten 2 Jahre ging es nicht. Pandemiemäßig hatten wir da eine große Akustikbühne, was auch toll war, dass wir überhaupt da waren, aber alles war eingezäunt und so. Und dieses Jahr wollen wir es halt ohne Zäune machen. Und wenn es geht, wieder mit Beduinenzelt vom, wenn ich mich nicht irre, irgendwie 22. Juli bis 7. August die Zeit. Und natürlich wäre total schön, dich da zu sehen. Geil, ich freue mich. Was ich gelesen habe, du bist in diesem Udo Lindenberg, wie heißt diese Plattform nochmal? Ich muss mal gerade gucken. Schade, ich habe da Panikpreis. Ja, ich habe da irgendwas, also mein Herr, ich habe da irgendwas rausgetrieben. Der Panikpreis, genau. Ja. Hast du irgendwie 2021 mitgemacht? Was ist das? Der Panikpreis von Udo Lindenberg. Ja, ich glaube, das ist, also was heißt, ich glaube, das ist so ein Nachwuchswettbewerb. Und da können sich alle Bands bewerben. Udo Lindenberg ruft auf und will Musiker kennenlernen und die auch auszeichnen. Ist der in der Jury dann auch hinter so einem schwarzen Vorhang oder siehst du ihn da? Nein, der war nicht dabei. Angehörige seiner Band waren dabei und ein paar Leute aus seinem Umfeld waren noch dabei. Alles sehr liebe Menschen. Aber Udo Lindenberg hat auch telefonisch mitgevotet, hat man mir gesagt. Also er hat dich gesehen? Er hat mich gesehen und auch gehört. Ja, ja. Ja, das, und was also ich vermute sehr stark, man hat mir das auch so gesagt. Ja, sehr schön. Ja. Also ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich hatte noch keinen physischen Kontakt mit dem Gott aus Deutschland. Ist das cool oder? Also ich habe auch überhaupt keinen Kontakt mit ihm gehabt, aber es ist auf jeden Fall eine Mordsbestätigung. Ich bin ja immer auf der Suche nach Anerkennung. Ja, natürlich. Es ist eine Mordsbestätigung einfach, wenn man sich da bewirbt und man eine Antwort bekommt. Ich glaube 260 oder 280 Bands haben sich beworben und im Vorfeld hat man uns dort auch nochmal gezeigt, das war so ein kurzer Mitschnitt, ich glaube Platz 20 bis 0, für die Leute, die nicht dabei waren, aber die sich beworben haben. Und das waren alles krasse Bands, also das war kein Bullshit. Ja? Wir haben die ganze Zeit gesagt, wie war es, die nicht, nein. Und krass. Wird man da ausgesucht von so einer Jury von Fachleuten oder wie funktioniert das? Ja, genau. Das sind Fachleute aus der Musikbranche und auch um Udo Lindenberg rum. Und die suchen aus. Also es ist schon so ein kleiner Ritterschlag. So ein kleiner Ritterschlag so ein ist es schon. Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall.
Wie ist es denn überhaupt in diesem Jahr? Ich habe schon, glaube ich, gefragt, aber trotzdem mit Gigs jetzt außerhalb Schwedler See oder vielleicht Sommerwerft, bist du schon durch mit dem Jahr? Also du machst das Booking ja selber und das alles, oder nicht? Oder hast du ein Management? Oder? Ich hab den Alex Causeau, der macht für mich das genau. Booking und auch das Management. Wir arbeiten sehr eng, eigentlich sind wir eher so ein Team, ja. Wir beide. Wir sind weil Brothers genau, in Arms. Ja, wirklich, kann man so sagen. Also wir haben... Wir kämpfen den gleichen Kampf um Anerkennung sozusagen. Okay. Und der hat genauso einen Biss und ist genauso bekloppt wie ich. Und wir gehen halt nicht auf Tour, weil wir würden jetzt im jetzigen Stand erstens Corona-bedingt nicht abräumen und zweitens sind wir auch noch zu unbekannt, um in jedem Club in Deutschland mindestens mal 300 Leute zu ziehen. Und deswegen machen wir das einfach. Wir gucken, wo werden Bands gesucht, wir bewerben uns. Wer uns will, kann uns jederzeit buchen. Wir kommen dahin und rocken den Laden. Wir wollen bekannt werden und wir wollen überall spielen, wo Leute uns sehen können und nerven alle. Das ist ja auch das Tolle eigentlich, obwohl die Zeit total kacke ist mit Corona, aber was wieder aufgeploppt ist in der Szene, sind ganz kleine Konzerte, also im Garten irgendwo oder irgendwelche kleinen Festivals, wo nur 50 Leute hingehen, aber alle sind irgendwie glücklich über diese Vielzahl an kleinen Konzerten. Also das heißt, wenn jetzt das Konzert von dir heute von jemandem gesehen wird da draußen im Universe, und der sagt, Mann, ich mache im Sommer eine riesige Geburtstagsfeier bei mir im Garten mit Swimmingpool und Fackeln nachts und Grill und so. Ich lade den Rami ein, weil das gefällt mir ganz toll. Würdest du da hingehen? Wäre das was für dich? Einfach unter booking@ramihatta.de. Fertig. Okay. Und dann, oder auf Instagram anschreiben. Einfach Kontakt aufnehmen. Und also wir haben das auch schon gemacht, wir haben schon in Gärten gespielt, ich habe schon auf Geburtstagen gespielt, auf Hochzeiten gespielt. Also wir spielen wirklich überall. Wohnzimmerkonzerte sind auch legendär. Also was wir schon für Wohnzimmerkonzerte gespielt haben, das geht schon krass ab, das ist schon geil. Also das Konzept ist auch geil. Wenn man dich so erlebt, auch jetzt hier in diesem Interview, wenn ich dich erlebe, bist du ein total, du wirkst, als ob du ein total positiver Mensch bist. Also lebensfroh und voller Energie. Wir leben aber in extrem schwierigen Zeiten, kommen gerade oder sind noch nicht mal durch mit Corona und jetzt dieser furchtbare Krieg da im Nachbarland. Und alles ist irgendwie, man weiß nicht, voll von Düsternis. Diese ganzen Ereignisse, dieser Zustand der Gesellschaft, ist das irgendetwas, was auf dich als Schreiber auch wirkt, also in deinen Texten hinein oder musikalisch, dass du das irgendwie dem eine Stimme gibst? Ist das so? Ja, ich versuche es. Also ich bin genauso belastet und genauso schockiert wie alle anderen über alle Situationen. Also es ist ja gerade momentan, bäumt sich das so alles auf und wir merken, dass unsere sichere Zeit gar nicht so sicher ist. Gell? Also eigentlich war es nie sicher. Wir haben uns immer so sicher gefühlt, weil wir es nicht anders kannten. So ist die Welt, haben wir gedacht. Und das geht uns ja die letzten Jahre, geht uns das irgendwie, zeigt uns, dass es das nicht so ist. Und da kriegt man Ängste und das belastet auch natürlich. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, wir wollen leben und wir wollen glücklich sein. Und wir haben Ängste, sage ich nochmal, und uns belastet vieles. Aber wir haben uns auch zum Beispiel jetzt heute im Gaddel haben wir gesagt, ey, wir leben jetzt nicht mehr auf morgen, sondern wir leben. Wir kaufen uns den geilsten Grill und machen unseren Garten schön. Diesen Sommer leben wir. Und ich glaube, so kann man auch dieser Sache entgegnen. Ein Statement setzen. Genau, dass man sagt, wir leben jetzt. Ja. Und so dem Schicksal, sage ich mal, einfach sagen, fick dich. Weißt du so? Ja. Darf man das sagen? Ja, doch. Darf man alles. Wir sind underground, da geht das. Yeah. Auf jeden Fall, vielen Dank für dieses kleine Gespräch und ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir freuen uns alle sehr auf deine Songs. Und du hast eine Internetseite, wo die Leute dich besuchen können unter Rami Hatab. www.ramihatab.de, auf TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, überall könnt ihr mich finden.